Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über die Wortendungen chen und lein. Was bedeuten diese Wortendungen? Nun, diese Wortendungen bedeuten, dass der Gegenstand oder die Person, über die man spricht, kleiner ist als sonst. Ja, wenn ich chen an ein Wort ranhänge oder die Endung lein an ein Wort ranhänge, dann bedeutet es, dass ich über eine kleinere Version spreche. Besonders geläufig sind zum Beispiel die Wörter Kätzchen, ja, eine kleine Katze, Mädchen, Männchen, ja, also zum Beispiel in dem Wort Räuchermännchen und Männlein. Ja, in Gedichten und Märchen spricht man manchmal von einem Männlein, ja, einem kleinen Mann. Beachte, dass ein Vokal meistens Doppelpunkte bekommt. Ja, also zum Beispiel der Mann, ja, Mann, aber das Männlein, Män. Männlein, ja, das Männlein. Ein Vokal bekommt Doppelpunkte, ja, wird zum Umlaut. Und ja, das Wörterbuch, ja, das Wörterbuch sagt über diese sogenannten Diminutivformen, dass im Norddeutschen häufig chen benutzt wird und kaum Lein, ja, also in Norddeutschland, ja, benutzt man eher chen und kaum lein. Im Mitteldeutschen werden beide Endungen ungefähr gleich oft gebraucht. Und wie du dir denken kannst, im Süddeutschen wird kaum chen benutzt und meistens lein. Ja, also im Süden benutzt man eher lein, im Norden benutzt man eher chen. Okay? Und ja, diese Endungen bedeuten, wie gesagt, dass etwas kleiner wird. Und immer wenn man diese Endung an ein Wort ranhängt, dann wird das Wort automatisch Neutrum. Okay, also man sagt immer das. Ja? Man sagt das Kätzchen, ja? Das Männchen, das Männlein, ja? Und eben auch das Mädchen. Ja? Das Mädchen, das ist eine junge Frau, aber wir sagen das, weil wir Chen rangehängt haben. Ja? Das Mädchen. Warum sagen wir Mädchen? Nun, ein altes deutsches Wort für Frau ist Magd. Ja, das ist ein altes Wort, das brauchst du nicht zu kennen. Ja, aber früher haben wir das Wort Magd benutzt. Ja, ein altes Wort für Frau. Und eine junge Frau, eine kleine Frau, ja, ist ein Mädchen. Ja, also das Wort war Magd. Und wenn wir jetzt Chen ranhängen, dann können wir sagen Mädchen. Und so ist das Wort Mädchen entstanden. Und wie gesagt, weil wir immer das sagen, wenn wir Chen rangehängt haben, deswegen sagen wir das Mädchen. Okay? Jetzt weißt du, warum wir seltsamerweise das benutzen, wenn wir über eine junge Frau sprechen. Okay? Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast viel gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss!